Ja, liebe Pressevertreter, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz hier im Adlerhaus im Anschluss an das Spiel in der Qualifikationsrunde der Regionalliga Nord zwischen dem 1. FC Phoenix Lübeck und dem BSV Schwarz-Weiß Reden. Das Endergebnis 2:0, Halbzeitstand 1:0, Zuschauerzahl der heutigen Begegnung 153. Mit mir hier vorne, zu meiner Rechten, der Trainer des BSV Reden, Christian Arambasic, und zu meiner Linken, der Trainer des 1. FC Phoenix Lübeck, Oliver Zabel. Und das erste Wort gebührt natürlich unserem Gast, Christian, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an Olli, an die Truppe, an Phoenix. Ja, am Ende verdient gewonnen, muss man ganz klar sagen. Ja, wir haben uns ja eigentlich einiges vorgenommen, weil wir eigentlich mit viel Rückenwind kamen und eigentlich gut drauf sind, muss ich sagen. Jetzt haben wir in der Woche über ein paar Ausfälle gehabt, Corona-bedingt, verletzungsbedingt, die uns natürlich wehtun, aber der Kader ist eigentlich gut genug, um das aufzufangen. Und wir haben uns trotzdem etwas ausgerechnet, wussten natürlich um die Schwierigkeit Kunstrasen, worauf wir natürlich jetzt überhaupt nicht trainieren und spielen. Haben uns, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt, dass wir wussten, viel Windböen, kleines Feld, viele lange Bälle, wenig schöner Fußball. Kamen in den ersten Minuten eine sehr gut rein, hatten da ja, eine Großchance oder eine Doppelchance, die man eigentlich machen muss. Wenn wir einzeln in Führung gehen, ja, hätte, wenn und dann aber, dann ist eben der Konjunktiv, dann läuft das Spiel vielleicht anders. Wir machen ihn nicht, haben dann nochmal die Möglichkeit mit dem Pfostenschuss, machen den auch nicht, wo Kamer dann erneut durch war. Ja, und dann kriegst du natürlich so ein Tor, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Mitte der ersten Halbzeit kam für nichts besser ins Spiel, hatte dann auch einige Möglichkeiten, die unser Torwart Fleming super gehalten hat. Ja, dann fällt das Tor, war extrem ärgerlich für uns, ein langer Ball, so wie es halt ist. Innenverteidiger läuft Richtung Tor, immer schwierig, immer eklig. Sich nicht so richtig entschieden, ob er den Ball zurückköpft oder einfach ins Außenbolz. Ja, will den Ball irgendwie einfach klären, Harris ist einfach geschickt mit seinem Körper rein und dann steht es 1:0 kurz vor der Halbzeit. Ja, wir haben uns in der zweiten Halbzeit natürlich nochmal vorgenommen, nochmal Druck zu erzeugen, nochmal früher anzulaufen, Chancen zu kreieren. Man muss aber einfach sagen, dass Phoenix uns einfach in allen Belangen, habe ich der Mannschaft eben auch gesagt, überlegen ist. Fußballerisch sind sie uns überlegen, besonders körperlich, die Robustheit insgesamt, ich würde sagen 5 bis 10 Kilo mehr Masse trägt da jeder mit sich. Da sind wir einfach körperlich zu schwach, unsere kopfballstärksten Spieler haben heute auch die Kopfbälle verloren, weil Phoenix einfach sehr robust, sehr aggressiv im 1 gegen 1 arbeitet. Und wenn man ihnen Raum lässt, dann sind sie natürlich einfach auch brandgefährlich, deine Truppe, muss man einfach so sagen, da sind sie Fußballer schon wie auch sehr gut. Gerade mit Gaulenz, mit vorne, mit Harris, mit solchen Spielern, Ringel auf dem Flügel, das sind schon gute Jungs, auch die du nachgebracht hast, dann nochmal auf dem Linksaußen sich auch nochmal gut durchgetankt. Ja, wir akzeptieren die Lage, ist so, das sind Punkte, das wären Bonuspunkte für uns gewesen, die hätten uns gut getan. Die wollen wir natürlich immer mitnehmen, jetzt haben wir nochmal zwei Spieler auf Augenhöhe mit Mannschaften, wo wir natürlich ja, punkten müssen. Was für uns natürlich nochmal bitter ist, dass Kevin, einer unserer Top-Spieler vorne, die 5. gelbe Karte bekommen hat. Ja, der wird uns dann auch noch nächste Woche fehlen. Daraus kommt dann der eine oder andere wieder und dann hoffe ich, dass wir da ja, punkten wie in der Hinrunde und wir dann am Ende auch hoffentlich die Klasse halten und wiederkommen können. Dann hoffentlich wieder auf dem Rasen hier in Lübeck und dann wollen wir dann versuchen, mal Punkte mitzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Olli, bitte. Ja, Christian, vielen Dank für die Glückwünsche. Die nehme ich wirklich sehr gerne entgegen und leite die vor allen Dingen auch an meine Mannschaft weiter, weil ich, das habe ich ihr heute im Kreis gesagt, extrem stolz auf sie bin. Ich hatte unter der Woche nicht so ein berauschendes Gefühl, ich glaube die Jungs auch nicht, aber sich dann am Spieltag so zusammenzureißen, dass es unterm Strich schon fast unser bestes Spiel war, was wir bisher eigentlich abgeliefert haben, das finde ich total bemerkenswert. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir eine Stunde vor dem Anpfiff dann auch noch so einen Ausfall von Kenny Korup, der auch gesetzt war, in der Kette verkraften mussten und dann in der Halbzeit die Kette nochmal wieder belasten mussten durch eine Umstellung und dass man dann trotzdem das Gefühl hat, boah, das ist aber sowas von gut eingegroovt und abgestimmt, das ist wirklich toll und es macht mir unfassbar viel Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten und ihre Entwicklung zu begleiten und zu sehen, wie sie auch nicht nur fußballerisch zusammenwächst, sondern auch als Team. Hat eine ziemlich gute Kommunikation vor dem Spiel, vor allen Dingen aber auch in der Halbzeit, wo die Jungs sich dann auch nochmal gegenseitig so Tipps geben. Das sind so Parameter, auf die ich natürlich jetzt auch besonders achte, weil
das Fußballerische, das läuft gerade. Da haben wir den Flow, den man sich immer so wünscht als Trainer. Und das Finger in die Wunde legen unter der Woche hat offensichtlich auch nochmal das eine oder andere bewirkt. Insofern, ja, Glückwunsch an meine Mannschaft. Viel Erfolg wünsche ich dem BSV. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Mannschaft im nächsten Jahr auch nach Lübeck kommen wird, und zwar zweimal. Da ist extrem viel Qualität drin. Christian hat da auch eine gute Handschrift reingebracht jetzt. Die werden die nächsten Spiele punkten und dann in zwei, drei Wochen sich auch gemütlich auf das nächste Jahr vorbereiten können. Und ja, wir bereiten uns jetzt nicht gemütlich, sondern wie immer ernsthaft auf Werdelo vor, so wie es unsere Art ist. Die Mannschaft hat schon wieder einen freien Tag bekommen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Muss auch mal, glaube ich, zum Arzt. So viele freie Tage habe ich, glaube ich, in 10 Jahren davor nicht freigegeben wie jetzt in 3 Wochen. Aber das hat sie sich verdient, die Truppe, weil ich weiß, dass sie ab Mittwoch wieder da ist, und dann gehen wir Feuer. Vielen Dank. Vielen Dank, Olli. Die Frage in die Runde an die versammelte Presse ist Frage. Eine Frage an Christian. Du hast ja eben gerade die Stärken von Phoenix Lübeck hervorgehoben. Ist das für dich die möglicherweise stärkste Mannschaft der Abstiegsrunde? Ist das hier der Meister der Abstiegsrunde? Wenn man sagt, 6 Spiele in Folge gewonnen, 18 Punkte, ich glaube, das sagt alles über die Qualität der Mannschaft und auch das, was Olli sagt, den Hunger, den sie haben, sind wir eigentlich jetzt durch. Natürlich habe ich so ein bisschen gehofft, Mensch, geht da vielleicht um Prämien, aber nicht mehr um sportliche Groß. Trotzdem hat die Mannschaft heute genau das, was Olli gesagt hat, Vollgas gegeben. Ja, es ist auf jeden Fall, also klar, es gibt zwar, also Norderstedt, Rochters, und das sind so die drei, also, aber Phoenix sehe ich da schon vorne nur. Für mich ist natürlich jetzt wichtig, das habe ich auch schon dem Trainerkollegen gesagt und auch dem Co-Trainer Daniel, dass natürlich die Mannschaft hoffentlich hungrig bleibt. Das ist natürlich wichtig, dass der Wettbewerb weiter so bleibt, so intensiv für alle Mannschaften, dass alle sich die Punkte erkämpfen müssen. So, und ja, ich bin mal gespannt, oder ich hoffe einfach, dass die Mannschaft, die unten drin sind mit uns, gegenüber eben keine Punkte mehr holen, dass sie genauso auftreten wie heute, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass Lübeck der Meister der Abstiegsrunde wird. Aber eben nur dann, das weiß Olli auch. Doch, das sind Norderstedt, das sind auch Mannschaften, die wollen auch. Und ja, das sind so die drei Top-Teams in der Abstiegsrunde. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir an dieser Stelle unsere Pressekonferenz. Der SFC Phoenix bedankt sich für euer Interesse, wünscht auch euch einen schönen Sonntagabend, einen sicheren Heimweg und bis zum nächsten Mal.